Neulich sagt jemand zu mir, Uwe, Kaltakquise bringt doch nichts mehr. Und da musste ich so lachen, denn es ist absolut falsch. Secrets of Sale, der Podcast von Uwe Bothe. Du möchtest der Liebling deiner Kunden werden? Dann lehn dich zurück und freu dich auf jede Menge Inspiration und Insights rund um die Themen Verkauf und Kommunikation. "50 bis 60 Gespräche am Tag und ständig die gleichen Sätze. Worum geht es denn? Schicken Sie was Schriftliches zu. Ich werde mich mit meinem Chef besprechen. Oder im schlimmsten Fall Aufleger, die einfach keine Lust auf dich haben. Endstation Chefsekretärin. Wenn du Produkte oder eine Dienstleistung am Telefon verkaufst, dann kennst du vermutlich alle Sätze wie diese. Warum für die meisten bei der Sekretärin Schluss ist und welche 5 Dinge du niemals tun darfst, das verrate ich dir hier. Außerdem gibt es am Ende noch die Lösung, wie du garantiert der Liebling aller Sekretärinnen wirst. In diesem Sinne, herzlich willkommen zum Secrets of Sale Podcast. Mein Name ist Uwe Bothe. Als ich vor über 25 Jahren meine ersten Kaltakquise-Telefonate geführt habe, da ging mir das genauso. Ja, im ersten Monat, da hatte ich damals sage und schreibe über 600 Mal Nein gehört, bevor ich meinen ersten Abschluss machen konnte. Deswegen weiß ich, wie frustrierend das sein kann. Und wenn bei dir auch zu oft Endstation bei der Sekretärin ist, dann bist du vermutlich auf der Suche nach der Lösung, mit der du sofort Erfolg haben wirst. Daher zuerst 2 Fakten. Erstens, die Person, die ans Telefon geht, die ist darauf trainiert, dich abzuwimmeln. Ja, das ist nun mal ihr Job. Die guten Sekretärinnen, die wissen, was sie sagen müssen, um dich loszuwerden. Denn sie sind der Filter, der, ja, lass mich es mal vorsichtig ausdrücken, Schmutz und Edelsteine voneinander trennt. Klingt hart, ist aber so. Die Sekretärin entscheidet, was relevant für ihren Chef oder ihre Chefin ist und wen sie mit Antworten wie zum Beispiel schicken Sie mir was Schriftliches zu oder kein Interesse in die Wüste schickt. Und zweitens, jeder Entscheider will grundsätzlich mit dir sprechen, denn ansonsten könnten Chefs ja ihr Telefon abmelden, aber nur dann, wenn du anders und auch relevant bist. Dein Produkt oder deine Dienstleistung kann nämlich noch so gut sein. Ja? Wenn das niemand interessiert, dann bist du vielleicht irgendwann pleite oder musst zurück in einen anderen Job, der dir keinen Spaß macht. Du musst es also schnell lernen. Lass uns jetzt mal darüber sprechen, warum bei 95% aller Verkäuferinnen und Verkäufer bereits das erste Wort, das sie am Telefon sagen, über Erfolg oder Niederlage entscheidet. Ich mache mal so eine typische Begrüßung vor und du prüfst einfach mal, ob du diese Begrüßung auch so machst, okay? Also, schönen guten Tag, Bothe mein Name, ich möchte gerne mit Max Löwe sprechen. Ist er im Haus? Konntest du dich in dieser Begrüßung wiederfinden? Dann pass gut auf, denn sie ist komplett falsch und beinhaltet gleich ganze 5 Fehler, die dazu führen, dass niemand mit dir sprechen will und du abgewimmelt wirst. Also erstens, schönen guten Tag. Nur Verkäuferinnen und Verkäufer nutzen diese Floskel. Ja? Wenn du schönen guten Tag sagst, dann enttarnst du dich sofort. Ja? Und dein Gegenüber weiß, dass du was verkaufen willst. Entweder legt dein Kunde sofort auf oder bleibt vielleicht aus Höflichkeit dran. Sag dir dann aber, dass die Person nicht im Haus sei, dass du erstmal eine E-Mail schicken sollst oder sie fragt dich, um was es geht. Und wenn du dann darauf keine perfekte Antwort hast, dann bist du ausgefiltert. Tschüss. Zweitens, die Nennung deines Namens ist Fehler Nummer 2, weil die Reihenfolge oftmals nicht stimmt. Wenn du sagst, schönen guten Tag, Müller, mein Name, dann kann sich das Gehirn deines Gesprächspartners nicht darauf vorbereiten, dass du gleich deinen Namen nennen wirst. Das Ergebnis, dein Kunde versteht deinen Namen nicht und fragt nach, wer sind sie, was wollen sie? Und das ist eine Störung in der Anfangsphase, dein Kunde hat direkt keine Lust und ja, du ahnst es, du bist raus. Als drittes nennst du Vor- und Nachnamen deines Gesprächspartners, den du sprechen möchtest. Dann zeigst du damit, dass du ihn nicht kennst und ihr noch nie Kontakt hatte. Das bedeutet, du wirst vermutlich aufgefordert, zunächst mal eine E-Mail mit deinem Angebot zu senden und dass man dann auf dich zukommen wird, wenn es dann interessant ist, was natürlich nie passiert. Punkt 4 ist, du nennst den Grund deines Anrufs nicht präventiv. Ja, die Person am anderen Ende, der bleibt ja gar keine andere Wahl, als nach dem Grund zu fragen. Denn die allererste Frage, die der Entscheider seine Sekretärin fragt, wenn sie durchstellen möchte, ist, um was geht es? Kann sie diese Frage nicht gut beantworten,
dann taugt sie nichts, ja, und dann wird die irgendwann selbst ausgetauscht. Fehler Nummer 5 ist, du fragst, ob der Ansprechpartner im Haus ist. Hat die Sekretärin nämlich keine Lust auf dich, dann braucht sie nur zu verleumden. Also einfacher kannst du es ihr eigentlich nicht machen. Dann kann sie nur sagen so, sie wisse nicht, wann er wieder da ist, soll sich später nochmal melden oder sollst was Schriftliches senden. Auch hier, du ahnst es, du bist raus. Wie du siehst, ist dein Gespräch noch nicht mal 2 Minuten lang und schon zu Ende. Gehen wir doch mal einen Schritt weiter. Ja, du hast es tatsächlich vielleicht geschafft, trotz der falschen Begrüßung, den Entscheider zu sprechen. Manchmal geht so ein Chef ja auch selbst ans Telefon. Du hast also die erste Hürde gemeistert, doch dann machen viele Menschen folgenden Fehler. Die sagen nämlich dann, schön, dass ich Sie erreiche oder zum Beispiel, Herr Löwe, ich will Sie gar nicht lang stören, es geht um Folgendes. So, was ist daran falsch? Erstens, schön, dass ich Sie erreiche. Ja, auch wieder so eine Floskel, nur Verkäuferinnen und Verkäufer sagen das und auch hier bist du sofort enttarnt, adios, ein weiterer Strich auf dem Zettel. Und zweitens, ich will Sie gar nicht lang stören. Manchmal vielleicht auch, haben Sie kurz Zeit oder ich hoffe, ich störe nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, wer macht denn sowas? Nur Amateure, denn wenn ich irgendwo anrufe und jemand geht ans Telefon, dann gehe ich doch davon aus, dass die Person Zeit hat. Sonst wird sie ja auch nicht ans Telefon gehen, oder? Wenn du also irgendwo anrufst, dann sag, was du willst und frag nicht, ob du störst. Denn die Wahrheit ist tatsächlich, solange du nicht relevant bist, solange du nicht glaubhaft versichern kannst, dass dieser Anruf sich für dein Gegenüber lohnt, dann tust du genau eine Sache, du störst. Du weißt jetzt, was du niemals tun solltest. Lass uns doch jetzt mal drüber sprechen, wie es richtig geht und wie du vielleicht gar keine Kaltakquise mehr machen musst, weil dein Lead schon angewärmt ist. Wenn du den Ansprechpartner kennst, dann kannst du es auf 2 Arten versuchen. Ja, du rufst irgendwo an, meldet sich eine Dame, Firma Max Müller. Sie sprechen mit Annika Schneider. Was kann ich für Sie tun? Dann sagst du, hallo Frau Schneider, mein Name ist Bote von Uwe Bote Training und Consulting. Es geht um die automatisierte Neukundenakquise für Q1. Mir fielen bei der Ansicht Ihrer Webseite noch ein paar verkaufstaktische Dinge auf, die ich gern besprechen wollte. Darf ich darüber mit Ihnen sprechen oder macht Herr Löwe das persönlich? Dann sagt sie, das macht er persönlich, ich verbinde Sie. Und warum ist das so? Was ist an dieser Begrüßung anders? Erstens, sie ist souverän, mit Elan, freundlich, alles andere wäre an dieser Stelle ja auch wirklich dumm. Zweitens, statt schönen guten Tag sage ich nur einfach Hallo. Ja, das reicht aus, das wirkt sofort vertrauter, familiärer. Als drittes, die richtige Reihenfolge eingehalten und gesagt, mein Name ist. Ja, dann kann sich das Gehirn darauf vorbereiten, dass du gleich den Namen sagst. Und als viertes, die Nennung des Namens der Person, die dran geht. Ja, wenn du den Namen der Dame oder des Herrn, der dran geht, nicht verstanden hast, dann frag gerne nochmal nach. Sag dann aber niemals, wie war ihr Name nochmal, sondern wie ist ihr Name? Die Person, die lebt ja noch. Ja, das ist ein Klassiker in der Kommunikation, den sehr viel ungeübte Menschen falsch machen. Die fragen dann immer, wie war ihr Name nochmal? Dann sage ich immer, wenn das jemand zu mir sagt, mein Name ist Bote, ich bin ja noch am Leben. Als nächstes ist natürlich wichtig, dass du den Anrufgrund präventiv nennst. Ja, da wird ja ohnehin gefragt, also sag direkt, was du willst. Dann kannst du den Anrufgrund ein bisschen, also mit Absicht ein bisschen komplizierter machen, als es ist. So, dass sie zwar versteht, um was es geht, aber einsieht von alleine, dass sie besser verbinden sollte, weil sie es nicht entscheiden kann. Aber das hat sie dann selbst entschieden. Und als nächstes, ganz, ganz wichtig, Betroffene beteiligen. Auch wenn klar ist, dass es die Person, die dran geht, nicht entscheiden darf, gib ihr zumindest das Gefühl, dass sie Mitspracherecht hat. Und das hat einen ganz, ganz wichtigen Grund. Mach dir klar, dass jeder, der anruft, direkt mit dem Chef sprechen will. Alle anderen grenzen die Sekretärin ja sofort aus. Machst du das nicht und beziehst die Person mit ein, dann wirst du in jedem Fall schon mal mehr gemocht als alle anderen, die sie direkt ausgegrenzt haben. Das ist ganz einfache Psychologie. Jetzt hast du die erste Hürde gemeistert. Glückwunsch, du bist an der Sekretärin nicht nur vorbei, sondern Hand in Hand mit ihr ins Chefbüro gegangen. Jetzt geht dein Verkaufsgespräch aber erst
richtig los. Und wie das funktioniert, verrate ich dir in meinem Verkaufstraining Secrets of Sale. Mit diesem Coaching teile ich die Essenz aus über 30 Jahren im Verkauf und der Kundenbetreuung mit dir. Wenn du daran Interesse hast, dann schau dich gerne mal auf meiner Webseite um. Lass uns ein kostenloses Beratungsgespräch führen, damit du weißt, wie du die Abkürzung an dein Ziel mit mehr Neukunden und noch mehr Umsatz spielend einfach und schnell erreichst. Ich freue mich auf dich. Bis bald, dein Uwe. Das war Secrets of Sale, der Podcast von Uwe Bothe. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann folge und bewerte uns sehr gerne. Vielen Dank.